lieben Seelenleuchtturm, heute beginnt etwas ganz Besonderes. Und zwar habe ich für uns Energieübungen aus der Energiemedizin vorbereitet, inspiriert von Donna Eden, die ich sehr schätze. Sie sieht Energien und das konnten wir alle mal. Wenn ihr euch vorstellt, das hatten wir ja alle schon mal, ein Baby auf dem Arm und wir halten es, dann schaut es um uns herum, bevor es uns selber anschaut. Ja? Und warum macht es das? Weil es unsere Aura sehen kann. Es sieht die Farben noch. Und das konnten wir auch. Aber die meisten von uns haben das verlernt, ich sag jetzt mal im Alter von einem Jahr. Da geht das leider verloren, weil wir so viel lernen müssen. Und wenn wir uns nicht Mühe geben oder die Eltern, dass das bleibt, dann verlässt es uns, Energien zu sehen oder sehen zu können. Was ich für mich sagen kann, ist, dass ich Energien spüre. Und ich gehe davon aus, dass ihr das auch alle bewusst könnt. Spüren tun wir sie alle, nur die wenigsten tun dies eben mit einem bewussten Zustand. Ich liebe die Energiemedizin und die Quantenphysik, das wisst ihr. Und ich möchte heute gar nicht mehr so viel darüber erzählen, weil es schon einige Videos dazu gibt von mir. Da könnt ihr ja mal schauen und ein bisschen stöbern. Ihr wisst, alles ist Energie und der Körper ist ein Zusammenspiel von Kraftfeldern. Und die können wir mit Übungen positiv beeinflussen. Wenn wir dieses tun, wenn wir mit Energie arbeiten, dann verändert sich unsere Energie und das wirkt sich auf unseren Körper aus, auf unsere Vitalität. Das hat Auswirkungen auf unseren Verstand, auf unseren Geist, auf unsere Handlungen, auf unser menschliches Miteinander, auf alles. Das werdet ihr spüren, wenn ihr es in euren Alltag integriert als Energieroutine. Ja? Ich mache das jetzt schon seit einigen Wochen und ich kann euch sagen, ich fühle mich ganz anders damit. Und ich kann entgegenwirken, wenn ich merke, ich werde müde oder ich bekomme gar nichts mehr hin oder ich habe aus irgendwelchen Gründen schlechte Laune, weil mein Verstand dominiert. Dann weiß ich, es ist Zeit, wieder gewisse Übungen zu machen. Und mir liegt es am Herzen, euch diese nahe zu bringen, in ganz kurzen Sequenzen und ganz leicht. Das Schöne an diesen Übungen ist, dass wir sie, also die meisten, überall ausüben können, auch während der Arbeit, und dass sie nicht viel Zeit kosten. Sie kosten kein Geld, wir brauchen keine Gegenstände dafür, sondern einfach nur unser Know-how und unsere Handgriffe dafür. Energie ist das Beste, was wir uns schenken können, besonders zur ersten Hilfe. Ja? Wenn wir nichts einnehmen möchten, was ja auch erstmal eine Zeit braucht, bis es wirkt, hier können wir sofort unser Feld energetisieren. Die Energiemedizin, die Methoden sind ja uralt. Das ist ja die Medizin, die unsere Ahnen und Vorfahren nutzten, als es noch nichts anderes gab. Und so haben sie sich effektiv geheilt. Viel gesünder und ohne Nebenwirkungen. Und dieses Wissen nutzen wir jetzt wieder. Ich zeige euch alle 2-3 Tage eine neue Übung für jegliches Problem. Und ich freue mich, wenn wir uns darüber auch austauschen können, was sich verändert in eurem Wohlbefinden und was es mit euch macht.
Ich danke euch für euer Interesse und wir starten heute schon mit der ersten Übung und für mich die wichtigste, bevor man überhaupt beginnt. Alles Liebe für euch und bis ganz bald. Aber jetzt erstmal die Übung für euch. Heute gibt es die erste wunderbare Energieübung für euch aus der Energiemedizin von Donna Eden. Wir können damit ganz viel ausgleichen, denn wir sind Energie und in dem Moment, wo unsere Energiebahnen in die verkehrte Richtung laufen, durcheinander sind und nicht richtig arbeiten können, geht es uns schlecht. Wir können mit wenigen Handgriffen, Übungen oder Atemzügen das wieder richtig leiten, so dass es uns besser geht. Diese Übung ist für mich die allerwichtigste, denn sie hilft uns, aus einer Schwäche, aus einem Tief herauszukommen, dass wir uns wieder konzentrieren können, dass die Müdigkeit im Laufe des Tages geht, wo sie nicht gut hingehört und dass wir auch ein Wohlempfinden, ein Wohlgefühl bekommen und diese innere Unruhe beiseite schaffen können, die uns in diesen Zeiten öfter begleitet. Es ist gar nicht schwer und es dauert auch nicht lange und ich habe es mir zur täglichen Routine gemacht. Die Übung heißt die Wayne Cook Übung. Dazu müsst ihr sitzen und ihr nehmt ein Bein. Hier ist es egal, mit welchem ihr anfangt. Ich nehme das linke. Dann nehmt ihr die rechte Hand um das Fußgelenk, ja, oder so, umgreift das Fußgelenk und geht mit dem anderen Arm an die Fußsohle. Wichtig ist, dass die Arme sich überkreuzen. Ja? Das liegt dann ganz locker an. Der andere Fuß steht oder liegt ganz auf. Und dann atmet ihr dreimal ein und aus. Und zwar durch die Nase ein. Wenn ihr das macht, merkt ihr, dass die Zunge an den Zähnen oder am Gaumen klebt. Die Zunge ist angespannt, wenn man durch die Nase einatmet und das ist gut so. Und wenn ihr durch den Mund ausatmet, merkt ihr, die Zunge ist lose im Mund, sie ist locker. Das ist die beste Art der Atmung, weil bei der angespannten Zunge und bei der dann entspannten Zunge laufen die Meridiane richtig. Das ist dadurch die einfachste Art und Weise, schon mal die Meridiane richtig zu lenken. Okay, also, ihr seid hier über Kreuz und in dem Moment, wo ihr durch die Nase einatmet, zieht ihr den Oberkörper hoch und durch den Mund aus und locker. Und immer beim Einatmen hochziehen den Rumpf und aus. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Dreimal reicht. Und dann lockert ihr euch. Lasst die Arme ein bisschen baumeln und schüttelt. Und wechselt die Seiten. Entgegengesetzter Arm kommt an das Fußgelenk. Und die andere Hand um die Fußsohle. So, möglichst locker. Und wieder durch die Nase ein und durch den Mund aus. Beim Einatmen anspannen und ausatmen. Locker werden. Und nochmal. Und aus. So, beide Beine auf den Boden, beide Füße und alle Fingerspitzen zusammen und auch wieder atmen
Und dann nehmt ihr die Daumen auf das dritte Auge und atmet wieder tief ein. Und dann macht ihr mit den 8 Fingern außer den Daumen die Finger auf die Stirn, auf das dritte Auge und zieht die Finger relativ fest die Stirn entlang bis zu den Schläfen. Ja, und das macht ihr auch 3-mal und dabei das Atmen nicht vergessen. Das klärt unsere Gedanken und bringt uns in die Ruhe. Kurz ausschütteln und die Hände zur Gebetshaltung. Namaste. Und am Schluss beide Hände auf das Herz legen. Und nochmal atmen. Und dann spürt mal, welche schöne Energie sich da in euch breit macht. Das könnt ihr auch bei der Arbeit machen. Und das ist ganz schnell erledigt. Und ihr werdet sehen, wie dankbar euer Körper dafür ist und euer gesamtes Energiefeld. Ich danke euch und übermorgen geht es weiter damit. Da habe ich eine Alternative zur Wayne Cook Haltung, falls euch das nicht so gut gelingt oder nicht so gut gefällt, können wir das auch mit den Armen machen. Danke fürs Zuschauen.